Hallo Wascha. Hallo. Ich bin Lutz vom Karateverein. Ja, hier ist das Dojo Mosokai. Ich wollte dir mal so ein bisschen unser Grundstück zeigen, was wir alles so machen. Ja, wir gehen einfach mal. Ne? So ist Karate-Kinderprüfung. Ja, das bedeutet also, die Kinder, wenn die jetzt 1,5 Jahre bei uns gewesen sind, dann treten die an zu einer Gürtelprüfung. Mhm. Und die bringen sie immer so eine Stufe weiter, ne, dass sie fortgeschrittener werden, sich besser verteidigen können. Ja. Und für die Kinder ist das ein Erfolgserlebnis, haben sie Urkunde und ein Stempel, ja, und können praktisch in eine höhere Gruppe, sind fortgeschrittener, ja, und können praktisch in einer höheren Gruppe trainieren. Seit 30 Jahren sind wir hier auf der Melanchthonstraße, haben uns eigenes Dojo aufgebaut, wo 400 Leute hier insgesamt trainieren. Das ist unsere Außenfitnessanlage hier hinten, unser japanischer Garten. Das sind alles hier unsere Gäste hier. Ja, die sind aus allen Kampfsportvereinen aus Görlitz. Hallo, hallo. Heute Abend sind so ein paar Wettkämpfe hier. Also Kickboxen, Karate und chinesische Thunderboxen. Basche, wir gehen jetzt mal ein bisschen trainieren, boxen. Ja? Wir haben ein kleines Fitnessstudio noch. Georgi, danke. Ja. Komm, so. Ich mache nicht nur Kampfsport, sondern kann jeder herkommen. Also ein ganz öffentliches Fitnessstudio. Mit recht kulanten Verträgen, mit Einweisung von einem Fitnesstrainerin und so ein bisschen Betreuung, je nachdem, wie die Leute das wünschen. Ja. Und hier hinten ist dann unser Boxraum. Okay, der Lutz hat jetzt gerade leider keine Zeit, aber ich trainiere hier schon ein Jahr lang Kickboxen und ich werde dir jetzt mal zeigen, wie ein paar Kicks gehen. Und hier kannst du die Boxhandschuhe anziehen. Einfach rum, ja. So, Deckung muss immer am Kopf sein, ne? Immer schön halten. Dann kannst du mal anfangen. Das kannst du einfach mal machen. Die Schläge müssen nicht hart sein, aber zumindest müssen sie immer sehr schnell sein. Also ich würde dir empfehlen, dass zum Beispiel, erstmal musst du, guck mal, die Beine ein bisschen weiter so auseinander machen, damit du eine feste Grundstellung hast. Wenn du stehst, nicht so. Einfach ganz schnell, zack, immer schön die Deckung halten, zack, zack. Oder auch Tritte gehen zum Beispiel, wenn du dann so rumdrehst. Schneller, mach einfach mal. Und die Hand immer, guck mal, gerade strecken und zurücknehmen. Immer, triffst. Fliegst so, zurück an den Kopf. Jetzt drückst du dich von dem Hinterbein ab, so nach vorne und schlägst so und zurück. Mhm. So gesagt. Was will man denn checken nach so langer Zeit, 30 Jahre? Mittlerweile ist ja Tradition geworden. Danke, lieber Mike.